Und herzlich willkommen von mir, euer Fleschhütter. Willkommen zu einem neuen Projekt bzw. neuen Konzept von mir. Und zwar Test der Apps. Ich habe mir ein bisschen schlau gemacht und zwar gibt es ein Programm, das nennt sich BlueStacks. Und man kann sozusagen Apps auf dem Rechner spielen, wenn man halt seinen Rechner gut equipped hat, sag ich mal, weil es doch über dieses Programm sehr laggyhaft wird und manchmal die FPS-Einbrüche kommen können. Das Ganze ist ein englischer Emulator, aber die ganzen Apps sind auf Deutsch, weil der lädt sich halt über den Google Play Store aus. Und da ich ein riesengroßer Fallout-Fan bin, habe ich mir Fallout Shelter runtergeladen. Und ich weiß gar nicht, wie es funktioniert. Also werden wir mal schauen, was passiert. Überleg gut, wie du dann die Nachricht lässt sich ändern. Wie kann ich das denn ändern? Hier kann ich das. Das irgendwie ändern. Na egal. 194 ist okay. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung, wie das Spiel funktioniert. Es ist angeblich auf dieses Prinzip von Fallout 4 hinaus, dass man seine eigene Base machen kann und Leute ins Ödland schicken kann. Zu Hause Waffen, Rüstungen etc. herstellen kann. Dies Ganze ist Pay-to-Win-frei. Man kann sich zusätzlich unterstützen mit Lunchboxen, die man aber auch kostenlos erwerben kann, wenn man halt im Ödland war oder durch andere Dinge. Und so kann man sich aber auch noch zusätzlich welche dazu holen. Andere Möglichkeiten gibt es nicht, sich stärker zu machen oder halt sich zu verbessern, dass man halt Vorteile hat gegenüber anderen Leuten. Das haben wir in diesem Fall nicht. So, schauen wir mal, wie wir jetzt hier durchkommen und das hier rocken werden. Ich weiß noch nicht, wie es funktioniert, habe ich keine Ahnung von. Ich war schon mal so weit, musste aber gerade noch ein paar Apps installieren, damit das Ganze funktioniert. Ich werde euch aber auch zu BlueStacks, da ist es schon wieder, da mache ich einen kurzen Cut und wir sehen uns gleich sofort wieder, bis ich das hier alles installiert habe und dann sehen wir uns gleich im Weiterverlauf. So, da sind wir auch wieder zurück. Ich habe die ganze Installation jetzt gemacht eben, musste noch ein paar Google App Dienste und so weiter installieren bzw. aktualisieren. Und nützlicher Tipp, willkommen in deinem neuen Vault, auch sehr. Es folgt eine kurze Vorstellung der Grundlagen, das heißt ein Tutorial. Ich mache das Ganze mehr per Maus. Bauen wir zuerst einen Raum, Tipp auf den Hammer-Symbol und das Baumenü zu öffnen, alles klar. Generator, okay, bauen. Wo bauen wir den am besten hin? Sicher wäre da hinten, aber wir bauen den, glaube ich, hier unten hin. Um alles darum zu bauen. Okay. Jetzt brauchen wir Bewohner, damit. Alles klar, jetzt brauchen wir Bewohner. Da, neue Bewohner. An der Tür von einem Vault aufgetaucht. Okay. Schauen wir uns die Statistiken des Bewohners an. Du kannst dir die Special-Statistik ansehen, um zu entscheiden, wo der Bewohner am besten eingesetzt wird. Alles klar. Gibt es da noch einen Trick für? Um ihn zuzuweisen, tippe ihn und halte den Finger über ihn, drücke ihn in den Raum und versuche ihn. Okay. Aha, boah, das ist geil. Plupp. Okay, ja, ich muss. Also, ich mache das Ganze mit der Maus. Das ist eine ganze. Und man kann dann halt so überall hingehen. Kann man hier mit was machen? Nee, noch nicht. Ich weiß es noch nicht. Ich glaube, wir haben 1%. 52% Zufriedenheit angeblich. Kann man. Ja, ich muss mich mal mit der Tastatur noch ein bisschen einschwenken. Jetzt arbeiten die Bewohner an dem Raum, produzieren Ressourcen, tippen doppelt auf den Raum, um genauer anzusehen, okay. Oh, das ist natürlich geil. Wenn du unbedingt mehr Ressourcen brauchst, kannst du das Tempo-Modus nutzen, tippe dafür auf den Tempo-Button. Okay. 29%. Okay. Das heißt, hier durch diesen Tempo-Modus können Gefahren auftreten. Und wir haben gerade Kronkorken eingesammelt, also unsere Währung. Zweiter Raum. Deiner, natürlich. Bauen. Machen wir, damit es auch ziemlich nah ist für alle, im Generatorraum, dann können wir da runter. Machen wir oben hin. Und Wasserbehandlung bauen. Machen wir am besten daneben. Gute Arbeit. Hier kannst du etwas Nahrung und Wasser für den Vault. Achte auf die Anzeige, um deinen Ressourcenbedarf im Auge zu behalten. Das heißt, da oben alles. Okay.
Aber mit den Türen aufgetaucht, okay. Jetzt kannst du die Grundlagen der Arbeit als Aufseher bau deine Walls aus und sorg dafür, dass die Bewohner am Leben bleiben und zufrieden sind. Okidoki. Boah, was sind das denn hier für Dinge? Okay, das sind die. Ja, genau, das sind die Lunchboxen, die ich meinte, die man sich erwerben kann, aber auch kostenlos so bekommt. Mr. Handy, das weiß ich gar nicht, was das für Boxen sind. Okay, hier kann man unsere öffnen. Alles klar. Schicke Wohnung ins Umland. Ja, okay. Ich muss mich aber ein bisschen hier gerade. Okay, hier kann man Outfits und Waffen machen. Ich muss mich gerade mal ein bisschen hier aussuchen. Hier sind Einstellungen. Ich hoffe, dass der Sound, Kameraempfindlichkeit, alles okay sind, weil ich habe ziemlich leise eingestellt. Werde ich mich aber gleich noch darum kümmern. Gibt es eine Möglichkeit, wie ich sehen kann? Moment, da muss ich mal eben kurz raustappen. Ich weiß jetzt nicht, ob der. Nein, er macht das nicht. Okay. Auf der Seite, wo ich hier das gefunden habe, gibt es auch Tipps, wie man das erkennen kann, was was ist. Jetzt muss ich nur schauen, wo das war. Der Einsteiger, genau. Aber das würde mich interessieren. Okay, da haben wir es. Da habe ich es, da habe ich es, da habe ich es. Stärkegeneratoren, Wasseraufbereitung, Barackenkante, Restaurant. Okay, das heißt, wir müssen das 1, 2, 3, 4, 5, 6. Also das vorletzte müssen wir nehmen. Okay, den können wir noch in den Generator reinschicken. Kannst du da auch noch rein? Okay. Sie schicken wir mal ins Diner. Den schicken wir mal in die Wasseraufbereitung. Und den auf jeden Fall auch. Ich kann gucken, ob ich die. Okay, man muss sich ernsthaft mit dieser noch auskennen. Und zweites, das ist auch. Ah ne, das ist zweites. Kannst du nicht da reingehen? Da reingehen noch. Und dann kann die nämlich in die Krankenstation Förderung gehen. Was haben wir denn? Ah, okay. Ah, ich verstehe. Chill du mal hier. Du hast letzte Verfügung für Bewohner Baupaar Baracken. Aufzug Baracken. Tun wir noch eine daneben. Das heißt, wir werden hier so ganz viele Baracken machen. Oh, abholen. Sammel 50 Wasser. Okay. Nein, ich wollte da nicht draufklicken. Okay. Nö, das machen wir irgendwann mal. Ja, hier. Okay, ich klicke mich mal eben durch. Ah, okay. Das ist ganz gut. Der hat sich jetzt mit meinem Google-Konto verbunden. Sei es über Google, glaube ich sogar über Twitter werden jetzt auch die Dinger machen. Mitteilung an, aus. Ich will aber die aushaben. Okay, so kann ich hoch. Ah, okay. Da spritzen, okay. Wie kann man denn rauszoomen? Spiel. Kann man irgendwie, wie gesagt, ich kann mich mit dieser Steuerung noch nicht ganz anfreunden. Genau, hier habe ich doch so ein Steuerungsding. Zoomen. Können wir doch hier Bild. Komm hier Minus. Okay. Dann machen wir das so drüber. Speichern. Alles klar, fertig. Verbundene Räume können mehr Bewohner aufnehmen. Alles klar. Muss ich das Numpad dafür aktivieren? Dann muss ich nicht. Keine Ahnung. Muss ich mal mit der Steuer noch auseinandersetzen da.
Dann wollen wir auch mehr Bewohner, weil sie die Backe. Warte ab, ob es funktioniert. Warte mal. Ne, komm du mal her. Geh du mal dahin. Geh du mal dahin. Ach, habe ich jetzt beide getauscht? Servus. Dann kommen wir hier rein. Dann schiebe ich noch den Typen hier rein. Aber ich finde das gerade ein bisschen blöd, dass ich hier nicht zoomen kann. Kann ich jetzt? Deaktivieren. Ich muss mich dann nochmal auseinandersetzen. Oder war das? Ja, ich glaube, jetzt sind wir wieder dabei. Muss ich gedrückt halten? Nö. Ich weiß es nicht. Also Baracken haben wir da und da. Da können wir die verbessern. Okay, ich habe nicht genug Grundkorken, alles klar. Baumenü. Aufzug, Lagerraum. Eine Anzahl. Okay. Tipp auf einen Bewohner. Was ist so wie. Okay, haben wir jetzt den Packs? Ne, das ist Wet und das sind Stinpacks, da habe ich auf jeden Fall nicht. Kann man die Zufriedenheit? Okay. Es macht aber sehr, sehr Spaß. Probieren wir mal, es kann Unfall passieren. 32% ist viel. Oh, wir kriegen eine Lunchbox. Das sind die können wir doch gleich direkt machen, eine Lunchbox. Ah. Ja klar, hier öffnen. Okay, ein Stimpack. Natürlich nice. Gefechtsausrüstung. Super. Grundkorken ist immer gut. Bürgermeister-Outfit. Nice. Wer von euch ist der Bürgermeister? Du hast ganz gute Werte, ne? Kann man hier. Geil. Okay, das ist ganz gut. Können die irgendwie miteinander Liebe machen? Generator, Wartung. Okay. Oh, hallo der Herr. Die sind gut ausgebildet. Ich hätte dann schon eine gute Idee für sie. Mehr Erfolg. Okay, das letzte ist mehr Erfolg auf Tempo. Ich habe eine ganz gute Idee für sie. Wollen sie nicht eine Gefechtsausrüstung tragen? Und eventuell erkunden gehen. Rüstung aus, bevor das. Ja, das habe ich doch. Er muss natürlich sich mit der Faust freikämpfen. Er hat jetzt natürlich unsere Rüstung. Schicke einen Bewohner ins Ödland. Wow, es ist immer so heiß hier. Und wir haben Kronkorken. Wir brauchen noch. Nur von 12. Okay, wir haben momentan 2 hier, 4. Also, ich habe auf jeden Fall gerade richtig Bock darauf auf das Spiel. Ich mache aber einen kurzen Cut und. Wir werden bei der nächsten Folge die Lunchbox öffnen und sehen uns, was in der Überraschung gibt. Und deswegen würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, teste Apps, also mein neues Format, gebt einen Daumen hoch, wenn ja, wenn ihr Bock drauf habt. Wenn Daumen runter, dann sagt mir auch auf jeden Fall Bescheid. Oder ich werde ein neues System einbauen, ob es euch gefällt oder als Trash machen. Das machen wir dann als Vergleich mit Daumen hoch, Daumen runter oder als in den Kommentaren darüber. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns auf jeden Fall in der nächsten Folge. Bis dann, euer Flash.lp. Beim nächsten Mal. Tschüss.